So, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saronos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ja, Let's Play Mythic Plus und mit unserer Druidin Lumia im Vortex-Gipfel. 10er müsste das sein. Ich weiß gar nicht, was für Affixe wir diese Woche haben. Habe ich noch überhaupt nicht drauf geachtet. Tyrannisch, Befallen. Ja, okay, wir haben nur Tyrannisch und Befallen. Das geht ja tatsächlich dann noch relativ gut. So. Okay, wir machen mal zweimal den hier. Damit wir Zorn casten können. Und dann wieder schön von hinten ran. So. I will help this spell. Okay, okay, ich weiß gar nicht. Wir haben gar keinen. Doch, Verderbnis entfernen. Gifte. Okay, haben wir. Haben wir doch. Okay. Na, wir sind verbannt, scheiße. Komm, 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 komm. Einmal hier den mit drauf. Nee, okay. Das sieht so bescheuert aus, das Trinket, was wir haben, ne? Mit den Effekten, das sieht so dämlich aus. Okay, wir sind kurz verbannt. Alles klar. So, nochmal kurz nachbuffen. Nein, ah, es hat nicht gereicht, ich bin runtergefallen. Oh, wurde einfach ans Ende vom Dungeon teleportiert. Scheiße. Das war ein bisschen blöd. Und jetzt haben sie schon mal angefangen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, war auch dumm von mir. Ah, jetzt habe ich hier Zeitkrümmung und kann kein Damage raushauen. Nein, jetzt sterbe ich. Scheiße. Obwohl, ich sollte es hinbekommen. Zack, weg ist er. Sehr schön. Das hat dann aber gut funktioniert. Wir konnten nicht mehr so viel Damage machen, leider. Ich habe den halben Bosskampf gefehlt. Schade. Jetzt haben wir den Sternsog, Sternschuppen, Zorn, Vollmond. Ja, Sternsog macht halt.
da. Mit am meisten Damage. Dann können wir alle mal ein bisschen schneller hoch, zack. Sehr schön. Zweimal Zorn, so. Und dann können wir wieder mit Sternenregen reingehen. Mal kurz einmal durchbuffen. Also ich glaube, bis jetzt sind wir ganz gut im Pace, wobei man natürlich sagen muss, das kann man mal zumachen. Der ganze Scheiß sieht ja auch kacke aus. Wobei man natürlich sagen muss, der 10er Key ist jetzt auch nicht unbedingt schwer. So ehrlich muss man dann auch sein. Wollen die hier außen rum gehen? Okay. Ja, der spawnt natürlich genau hinter mir. Was für ein Pech. Er ist genau hinter mir gespawnt, als ich gerade den Vollmond gecastet habe. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, nevermind. Jetzt hier Altarius. Das ist ein bisschen... in meinen Augen ein nerviger Boss. Oh, scheiße. Missklick, Missklick, Missklick. Ah. Sternfeuer und zack, weg ist er. Ja, das geht da aber eigentlich ganz gut. Also, da hatte ich schon mal mit anderen Gruppen mehr Probleme, auch auf plus 11. Ich glaube, das war beim letzten Key sogar, dass wir den nicht in Time geschafft haben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, ja, wir haben jetzt hier Vortex-Gipfel 11er. Das war ein 11er, aber der war Zeitüberschreitung, ne? Der war nicht in Time.
So, weiter geht's. Einmal kurz in die Form hier rein. Zack, zack. Kamera sitzt noch alles und dann geht's weiter. Ja, mittlerweile sind wir tatsächlich sogar schon bei über 420 Abonnenten. Mein großes Ziel war es ja, oder ist es ja, dieses Jahr noch die 500 zu erreichen und ist natürlich mit eurer Hilfe möglich. Das heißt, wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet und euch der PvP, Mythisch Plus und sonstige Content hier aber gefällt, dann zögert natürlich nicht. Da wäre ich euch sehr, sehr verbunden. Na komm, okay, der ist auch weg. Zack, weiter geht's. Aber wir kommen schon ganz gut voran, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und dann bin ich mal gespannt. Was wir dann da gleich für einen Key rauskriegen werden. A-Mitte, ne? A-Mitte ist Dings. Okay, A-Mitte ist... Gott, holy shit. Was war das? Und dann einmal nach Sternenfeuer, zack. Sehr schön. Und dann haben wir schon den Endboss. Guck mal, auf ganz entspannt. Ihr entweiht das Heiligtum. Verblichen gebührt hier oben ein Platz. 3, 2, 1. So, zweimal Sternenfeuer drauf, dann haben wir wieder Zorn. Guck mal, dann können wir nochmal den hier machen. Und weg ist er. Wir kriegen hier sogar einen 415er. Hat 415er Lederdingens. Ah, guck mal, hier sogar eine neue Animation, No Mount. So. Na, guck mal, hier Portal nach Waldracken, sehr schön. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war ein ordentlicher 10er-Run. Klar, 10 jetzt auch keine mega Herausforderung, aber nichtsdestotrotz sehr, 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 sehr cool. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne.
Und ja, würde mich auch mal interessieren, ob ihr gerade aktuell Mythic Plus lauft. Deswegen lasst mir gerne Feedback da, haut da rein, euer Zeranos. Ciao, ciao.